So, Mahlzeit, schön, dass ihr da seid. Ein neues Video auf meinem Kanal, schön, dass ihr dabei seid. Und zwar werden wir heute an einem Mazda MX-5, ich glaube Baujahr 2003, 2004, 1,6 Liter 16V den Zahnriemen wechseln, inklusive den Spannrollen. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt, also bleibt dran. So, für den Ausbau des Zahnriemens müssen wir natürlich einiges demontieren, was uns gerade noch so im Weg ist. Und zwar nämlich hier den Luftführungsschlauch. Der muss nämlich vom Luftfiltergehäuse und von der Drosselklappe gelöst werden. Außerdem hier die Entlüftungsleitung, das muss einmal ab. Danach müssen hier diese ganzen Kabel und Stecker gelöst werden. Alles irgendwie mal beiseite schieben, denn wir müssen dann den Ventildeckel abbauen. Außerdem werden wir natürlich die Keilriemen lösen müssen. Dafür müssen wir dann einmal an der Servopumpe den Keilriemen entspannen und an der Lichtmaschine auch, damit wir die runternehmen können. Und ja, so wie es aussieht, ist das dann gar nicht mehr so viel. Die Verkleidung, also diese Zahnriemenverkleidung von vorne, das Rad von der Wasserpumpe, das Keilrippenriemenrad unten, also ne, das muss auch ab. Und ja, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. So, wir lösen jetzt erstmal den Schlauch hier. Das sind beides 10er. Zack. Dann machen wir den Schlauch hier einmal ab. Den ziehen wir hier einfach nur runter. Ja. Und hängen den mal hier an der Seite. Nehmen wir den hier ab, nehmen wir den da ab und schon haben wir dieses Gerät hier raus. Legen wir mal beiseite. Dann geht es weiter, wir lösen hier die ganzen Stecker, die uns hier so ein bisschen im Weg stehen. Das heißt hier den hier oben einmal, den hier, müssen wir jetzt mal gucken. Hier, zack. Können wir hier so beiseite hängen. Hier der Kabelstrang ist einmal mit einer 10er Schraube hier an so einem Blech befestigt. Unten auch noch mal, wie ich gerade sehe. So, dann haben wir hier noch einen Stecker, der muss auch ab. Um uns die ganze Geschichte noch ein bisschen einfacher zu machen, machen wir hier den Stecker vom Luftmassenmesser noch ab. So wie hier hinten. Zack, klipsen einmal alles raus.
und können das Ganze hier einmal schön beiseite legen. Dann stört uns das auch nicht mehr weiter. So, dann ziehen wir mal die ganzen Zündkabel hier ab. Dann stehen die nicht mehr im Weg. Und dann könnten wir jetzt einmal den Ventildeckel rundum lösen. Dafür muss der Stecker hier noch... Ah ne, der muss gar nicht raus. Der kommt mit dem Blech gleich raus. Ja, und jetzt habe ich nochmal einen besonderen Tipp. Und zwar kommt es häufiger vor, dass man, wenn man hier versucht, unten die Riemenscheibe zu lösen, dass die Schraube so festgerostet ist, dass wir das nicht gelöst bekommen. In dem Fall könnten wir jetzt, weil wir jetzt da recht gut rankommen, hier, ich zeige euch das mal, und zwar könnten wir jetzt hier auf die Riemenscheibe einen 1/20er gekröpften Schlüssel drauf machen, den einmal in Fahrtrichtung links nach unten bewegen, einen Rad drunter schieben oder eine Felge, den dagegen kontern, sodass der halt nicht nach unten wegrutscht. Und dann, weil jetzt die Zündkabel raus sind, könnten wir den Wagen dann einmal kurz starten. Also wirklich nur kurz, und dann hört man das schon, wie sich diese Schraube dann löst. Ich habe das jetzt gerade schon vorher gemacht, das hat wunderbar funktioniert. Das nur als kleiner Tipp nebenbei, denn das ist bei dem Fahrzeug häufiger mal ein Problem. Also bevor ihr jetzt alles weiter auseinanderbaut, schaut erstmal, ob ihr diese Schraube da unten gelöst bekommt. Wenn nicht, gibt es dann noch die Möglichkeit, den höchsten Gang einzulegen, auf die Bremse zu treten und dann einmal mit einem großen Knebel versuchen, die einmal irgendwie zu lösen. Wenn man jetzt irgendwie keinen Schlagschrauber hat, der richtig Kraft hat, möchte man das mit dem Schlagschrauber machen, geht das natürlich auch. Dafür müsste aber entweder dann der Motor leicht angehoben werden oder die Stabi-Strebe hier ausgebaut werden, sowie der Kühler. Der muss dann auf jeden Fall auch raus, weil wir dann von der Bauhöhe des Schlagschraubers nicht hinkommen würden. Das nur als kleiner Tipp nebenbei. So, dann geht's weiter. Wir lösen einmal hier hinten den Schlauch. Versuchen den hier einmal abzuziehen. So, dann ist der schon mal an der Seite. Und dann müssen wir jetzt alle Schrauben, die wir hier am Ventildeckel sehen, bis hier nach hinten einmal komplett lösen. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir hier vernünftig drankommen mit den beiden Steckern oder ob wir die jetzt auch noch mal abmachen müssen. Aber ansonsten, wie gesagt, einmal die Schrauben lösen und den Ventildeckel einmal abnehmen. So, dann müssen wir die Zündspuleneinheit hier noch lösen. Das sind zwei 12er Schrauben von hinten, die in den Ventildeckel reingehen. So, dann einmal die ganzen kleinen Schrauben hier raus. Achtet darauf, die Schrauben haben unterschiedliche Längen. Also wenn ihr das wieder zusammenbaut, merkt euch, welche wohin kommt. So, dann ist der Ventildeckel schon praktisch gelöst. Ich muss jetzt hier einmal noch diese Plastikklammer hier einmal öffnen, damit hier die Leitung an der Seite kann, und dann können wir den Ventildeckel eigentlich so abnehmen.
Achso, ich sehe gerade, ja, ich mache das normalerweise immer in den alten Modellen. In dem Fall muss hier der Sensor auf jeden Fall noch raus, weil wir sonst den Ventildeckel nicht abbekommen. So, und dann haben wir hier bereits den Zahnriemen. Ja, wie wir sehen, hat schon ein bisschen Spiel, aber es geht eigentlich noch, hält sich in Grenzen. Sieht aber auch noch ganz in Ordnung aus eigentlich, aber wir tauschen jetzt aber trotzdem mal aus. Ist ja klar. Wir können dann versuchen, die Verkleidung hier zu lösen. Dafür haben wir jetzt hier und hier nochmal eine Schraube. Da hängt nochmal ein Kabel, das hängt auch an der Schraube hier mit dran. Lösen wir jetzt einfach mal. So, und haben wir die obere Zahnriemenabdeckung schon mal gelöst. Legen wir mal beiseite. Jetzt sehen wir schon mal wieder ein bisschen mehr. Jetzt geht es darum, bevor wir jetzt die Keilriemen abnehmen, lösen wir jetzt erstmal das Wasserpumpenrad. Weil sobald der Keilriemen gelöst ist, dreht sich das einfach nur noch durch. Jetzt ist es ein bisschen auf Spannung, das heißt, wir können jetzt einfach mal probieren, ob wir das jetzt so recht easy gelöst bekommen. Ja. Ja. So, es hat wunderbar funktioniert. Das sind 3/10er Schrauben. Die können wir jetzt einfach mal hier rausdrehen. Einen lasse ich jetzt noch ein bisschen drin, damit das halt ein bisschen noch Halt hat, weil wir jetzt erstmal gleich die Lichtmaschine lösen werden und die Servopumpe. Servopumpe, das heißt einmal die Schraube, die hier hinter steckt, und einmal die Schraube hier oben lösen. So ein gutes Stück halt, so dass man die Servopumpe ein bisschen bewegen kann und sich dadurch der Keilriemen hier entspannt. Und das gleiche Prinzip ist dann eigentlich auch auf der Seite mit dem Generator. Da ist aber die Schraube zur unteren Befestigung hinten angebracht. Da müssen wir dann einmal gleich von hinten dran. So, dann lösen wir als erstes hier jetzt die Schraube, die hier hinter sitzt, von der Servopumpe, sowie die Mutter hier. Und dann können wir die ganze Servopumpe leicht reinbewegen, sodass wir den Keilriemen entspannen und den dann abnehmen können. So, es reicht, wenn wir die untere hier einfach nur anlösen und dann können wir mit der Schraube die ganze Geschichte verdrehen. So,
Keilriemen ist runter. Und die jetzt erstmal wieder hier hoch, erstmal wieder ansetzen, damit wir die nicht verlieren. Denn da müssen wir später erst wieder dran. Die gleiche Geschichte machen wir mit der Lichtmaschine. Funktioniert genauso, nur einmal spiegelverkehrt von hinten. Wie gesagt, Riemen dann runter und dann geht es direkt weiter. So, dann nehmen wir die Riemenscheibe ab. Dafür haben wir hier unten noch 4 10er Schrauben. Die habe ich gerade schon mal einmal gelöst. Muss eigentlich jetzt so schon so rausgehen. So, dann nehmen wir mal die Riemenscheibe runter, dafür schrauben wir jetzt erstmal hier die Schraube raus. Dann versuchen wir jetzt die hier runterzunehmen. Mit leichten Rechts-Links-Bewegungen hier einfach und hoch runter ein bisschen abhebeln. Aber die sitzt schon sehr passgenau drauf. So, da haben wir sie schon. Das ist die Riemenscheibe. Da ist auch so ein kleiner Keil drin zum Sichern. Das sieht man hier, die Aussparung. Das heißt, die passt auch wirklich nur einmal drauf und kann sich halt während der Fahrt auch nicht verdrehen. Dann sollte man natürlich darauf achten, wir haben hier in dem Fall eine entkoppelte Riemenscheibe. Eine entkoppelte Riemenscheibe, das bedeutet, dass diese Riemenscheibe aus zwei Metallkernen besteht. Einmal im Außenring, einmal im Innenring und verbunden, das ist galvanisiert oder vulkanisiert nennt man das, glaube ich, mit Gummi. Dadurch schafft es der Motor halt die Schwingungen abzufedern und das sorgt dann im Endeffekt für einen ruhigeren, gefühlt ruhigeren Motorlauf. Das heißt, es wird weniger Vibration in den Innenraum dann auch transportiert und über den Riementrieb etc. Deswegen einmal hier das Gummi angucken. Hier sehen wir, da ist nichts porös. Das sieht alles super aus. Die können wir dann weiterverwenden. Ja, es ist, sind wir fast so weit, würde ich sagen. Die Verkleidung muss hier noch runter. Die ist hier noch überall so ein bisschen mit unseren beliebten 10er-Schrauben gesichert. Da müsst ihr einfach mal gucken, wo die genau sitzen. Die nehmen wir jetzt hier einfach, lösen die alle nach und nach an. Hier unten ist noch eine. So, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ist das hier oben? Ja, die eine. Da, hier hinten ist noch eine drin. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir so weit sind, noch 4 Schrauben, die wir hier auf jeden Fall lösen müssen. Zack. Aber dann hier per Hand rausschrauben. So. Und 2 rostige unten. So, hier. Mir 10er runtergerutscht, egal, ach, die kriege ich noch per Hand raus. So, und dann kann hier diese komplette Verkleidung eigentlich so weit runter. Ja, hier ist ein Teil. So, die Seite. Hier ist, mal gucken, ob nicht das hier jetzt noch irgendwo befestigt ist. Aber es dürfte eigentlich nicht der Fall sein. So, und perfekt. So, und dann haben wir freien Blick auf den Zahnriemen. Ihr seht jetzt vielleicht schon, dass wir eventuell ein kleines Problem bekommen könnten. Und zwar fragt ihr euch wahrscheinlich, wie bekommt der Vogel jetzt den Zahnriemen hier übers Thermostatgehäuse? Das ist kein Problem, sage ich jetzt einfach mal so. Und zwar wollte ich mir das jetzt einfach nur sparen, den kompletten, das komplette Kühlmittel abzulassen. Deswegen werden wir jetzt einfach nur gleich hier diese Schläuche einmal hier lösen, den Zahnriemen hier drüber legen, den neuen wieder drauf und dann wieder die Schläuche draufstecken. Dann verlieren wir ja fast nichts an Kühlmittel und sparen uns dadurch natürlich einen kompletten Arbeitsschritt irgendwo.
Ja, weiter geht's. Jetzt müssen wir den Zahler, beziehungsweise müssen wir jetzt erstmal die Steuerzeiten hier einstellen. Und zwar wie folgt. Hier auf dem Zahnriemenrad haben wir Markierungen. Auf den Nockenwellenrädern, auf beiden, haben wir E, Z und I. Und zwar sieht das so aus. Ansaugseite muss die Markierung mit dem E auf hier diese verlängerte Markierung zeigen. Das E hier drauf. Und hier bei der Abgasseite muss das I auf diese Markierung zeigen. Das stellen wir jetzt einmal ein. Gucken, ob das dann unten passt. Wird aber passen. Und dann können wir den Zahnriemen auch abnehmen. So, jetzt stellen wir die Steuerzeiten ein. Dafür nehmen wir uns hier einen 14er Schlüssel und drehen einmal den Motor im Uhrzeigersinn, bis wir, wie gesagt, die Markierung I auf dem und E auf dem hier haben. Dann können wir nämlich nach unten gucken, auf dem Zahnriemenrad an der Kurbelwelle. Da haben wir auch eine Einkerbung, die muss natürlich hier auf die Markierung gehen. So, und wenn die Markierungen alle sitzen, können wir die Umlenkrolle und die Spannrolle einmal ausbauen. Bei der Spannrolle müssen wir jetzt Folgendes beachten. Wir haben hier nämlich noch so eine Spannfeder. Die müssen wir natürlich auch hier einmal lösen. So, das ist hier nämlich die Spannfeder, die müssen wir danach auch wieder vernünftig einsetzen, in der Position auch, so wie es jetzt hier ist. So, dann lösen wir einmal die Spannrolle hier. Ach, das Ding hier nervt, die Lampe. So, die Rollen sind raus, der Riemen ist lose. Jetzt können wir den hier einfach nur runternehmen. Und fertig. Jetzt, wie gesagt, hier die beiden Schläuche einmal lösen. Und einmal den Kühlwasserschlauch hier oben. Jetzt der Trick, einmal hier den Schlauch nehmen, zack, und wieder drauf den Schlauch, zack, dann den unteren Schlauch, so,
wieder drauf. Jetzt haben wir den Riemen schon mal hier. Das gleiche jetzt einmal mit dem großen Schlauch. Kann sein, dass noch ein bisschen mehr rauskommt. Wollen wir es mal nicht hoffen. Ah, da kommt sogar gar nichts raus. Können wir den erstmal direkt so beiseite lassen. Dann nehmen wir uns direkt den neuen Zahnriemen. Einmal hier dran vorbei. Der Schlauch auch direkt wieder drauf hier. So, das ist direkt wieder fest, bevor wir es vergessen. Ja. So. Und dann das gleiche Spielchen nochmal. Die Schellen von den Schläuchen wieder an Position bringen. Sollte der Riemen ein bisschen feucht geworden sein, einmal mit dem Lappen natürlich trocken machen, das Ding. Die paar Tropfen Kühlmittel tun dem Motor jetzt auch nicht weh. Wie gesagt, einmal mit dem trockenen Lappen einfach nur drüber gehen und fertig. So, dann können wir anfangen, die Umlenkrolle und die Spannrolle schon wieder zu montieren. Also natürlich jeweils eine neue. Das ist ja klar. Einmal ansetzen. Dann haben wir die neue Spannrolle. Die setzen wir auch einmal an. Die Umlenkrolle können wir direkt festziehen. Die Spannrolle erstmal nur so ganz leicht, damit die sich noch bewegen lässt, damit wir natürlich den Riemen auch spannen können. So, Spannrolle ist Umlenkrolle ist fest, Spannrolle natürlich nicht. Dann können wir den Riemen einmal schon auflegen, und zwar fangen wir unten an, gehen über die Umlenkrolle und dann mit ein bisschen Spannung natürlich über, dann gehen wir mit ein bisschen Spannung hier über die Auslassnockenwelle, können dann über die Einlassnockenwelle gehen und dann über die Spannrolle. So. Wenn alles drauf ist, kommt hier die Spannfeder wieder rein. Die hängen wir dann einfach wieder so ein. Ziehen die Spannrolle fest und drehen den Motor dann zweimal durch, um zu gucken, ob die Steuerzeiten dann noch passen. So, die Riemenscheibe wieder drauf, dann können wir mit der Schraube, nachdem wir diese wieder reingedreht haben, einmal den Motor zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen. So, eins. So, und zweimal gedreht. Jetzt gucken wir nach unten einmal, ob die Markierung passt. So, das sieht sehr gut aus. Hier oben auch sehr schön alles. Von daher würde ich sagen, einmal alles wieder zusammenbauen. So, jetzt einmal die Verkleidung wieder dran, die hier unten alle so dran müssen. Gucken hier. Die kommt hier drauf. Die kommt hier oben drauf. Und die große kommt hier ganz oben hin.
immer darauf achten, dass die Verkleidung alle irgendwie auch vernünftig ineinander greifen. Und dann einmal die ganzen Schrauben drumrum wieder rein. So, dann kann die Riemenscheibe wieder drauf. Die vier kleinen Schrauben drumherum. Und festziehen tun wir das alles erst, wenn die Riemen wieder drauf sind. Dann können wir auch vernünftig gegenhalten. Dann können wir einen Gang reinsetzen, die Bremse treten und einmal mit dem Drehmomentschlüssel vernünftig nachziehen. So, dann einmal Riemenscheibe von der Wasserpumpe montieren, Keilrippenriemen wieder drauf und den Keilrippenriemen von der Servopumpe auch mal wieder drauf machen. Dann beides vernünftig auf Spannung bringen. Ich sehe hier gerade, dass ich hier gerade eine Halterung vergessen habe. Ja, passiert. Deswegen sollte man natürlich immer alles kontrollieren. Wieder erledigt. Wie gesagt, Riemenscheibe, Wasserpumpe drauf, Riemen beide wieder drauf und einmal spannen. So, es geht weiter, nachdem die Riemen wieder drauf sind. Einmal natürlich Lichtmaschine und Servopumpe hier wieder festziehen. So. Dann nochmal natürlich alles kontrollieren, ob untenrum alles in Ordnung ist, soweit. Sieht aber erstmal ganz okay aus. Das heißt, wir machen jetzt schon mal den Ventildeckel drauf. Vorher natürlich eine neue Dichtung drauf machen. Einmal die Auflageflächen säubern. Und dann, ich glaube mit 10 Newtonmeter oder so bekommen die 10 Newtonmeter festziehen. Und dann müssen wir uns mal hier an die Verkabelung wieder begeben. So, Ventildeckel mit neuer Ventildeckeldichtung. Einmal hier die ganze Geschichte drauf. Hier direkt den Sensor wieder rein. Die ganzen Schrauben. Dann kann hier einmal die ganze Geschichte wieder rüber. Die zwei Schrauben hier rein. Einmal alle erstmal so handfest dran drehen. Einmal rundum so per Hand einmal so nach Gefühl. Nicht zu fest natürlich. Und dann einmal so alle mit 10 Newtonmeter festziehen.
So, dann müssen wir natürlich hier hinten die Zündspule wieder befestigen und die beiden Stecker hier gucken. So, können wir die Zündkabel können auch schon wieder rein. So, den Schlauch hier wieder einmal drüber stülpen. Zack. So, den Sensor natürlich nicht vergessen. Drauf. Zack. Hier noch die beiden Schrauben von der Halterung. So, das sieht doch schon mal alles gut aus. So, jetzt haben wir die Riemen soweit wieder drauf. Das heißt jetzt erstmal hier unten die vier Schrauben wieder befestigen. So, nun fehlt nur noch der Luftfilterkasten, den setzen wir jetzt einmal kurz rein, beziehungsweise das Luftführungsrohr in dem Fall. Zack, zack, hier den Schlauch wieder drauf. So, jetzt gucken wir mal, ob der Motor läuft. Wir achten natürlich darauf, ob wir irgendwelche komischen Geräusche hören. In dem Fall alles sauber, alles super. Ich würde sagen, top. Ja, das war's. Ist gar nicht so schwer bei dem Fahrzeug. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao.